So, guten Morgen, Leute. Wir sind gerade auf der Autobahn, wie ihr sehen könnt. Hier, ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich ja angekündigt, dass wir zusammen nach Kiel fahren. Und da drehen wir einen Vlog. Und zwar fahren wir in den Werner Pop-Up Store. Denn 2018 ist ja das große Werner-Rennen in Hartenholm. Da werden wir natürlich auch hinfahren, ganz klar. Und ja, um ein bisschen Vorfreude darauf zu schüren, fahren wir heute nach Kiel. Und da werden wir uns mal die ganzen Geraffel von Werner angucken, was er so in den letzten Jahren gebaut hat, was sein Bruder Andi da alles so rangeschleppt hat. Und ja, was gibt's noch zu sagen? So, wir haben es jetzt 8.32 Uhr und das Navi sagt, dass wir in zweieinhalb Stunden da sind. Ja, das Ganze ist da irgendwie auf 300 Quadratmeter aufgebaut. Da ist eine kleine Ecke von Andi aus Geraffel aus seiner Werkstatt hat er dahingestellt. Und wie gesagt, die Kreidler Florette steht da, aber ich will noch nicht so viel verraten. Wir fahren jetzt erstmal noch gute 250 Kilometer in Richtung Norden, also ins Dreckwetter. Obwohl bei uns auch nicht besser war. Also es geht ja eigentlich um den Mythos Werner. Warum ist Werner so berühmt geworden? Das fing ja eigentlich alles mal an mit den Comics. Und dann meinten die auch wieder in der Bierlaune, wir müssen das Ganze verfilmen. Davon war Brösel damals gar nicht so angetan und meinte, dann muss ich so viel zeichnen und ich mache lieber meine Comics. Dann haben sie aber irgendeine Agentur gefunden, mit denen sie das zusammen gemacht haben. Und so ist damals der erste Film Werner Beinhardt entstanden. Und der Film schlug ja ein wie eine Bombe und hat bis heute hält er eigentlich den Mythos Werner aufrecht. Das Schöne an Werner ist ja eigentlich, dass es darum geht, Werner ist kein Superheld, Werner ist keine, ich sag mal in Anführungsstrichen, unrealistische Figur, nur weil er eine Gurkennase hat. Werner ist eigentlich die Sanitärratte, der Sanitärlehrling mit seinem Meister, der Moped fährt, der irgendwelche Motorräder zusammenbauen will, irgendwelche komischen Autos. Ja, und vor allen Dingen, das ist eigentlich das, was Werner so greifbar macht. Und deswegen sind die Filme auch so erfolgreich. Bis heute noch. Also der erste Film kam wann raus? Ich glaube 89, glaube ich, kam der erste Werner-Film raus. Oder 89 haben sie ihn gedreht und 90 kam der raus oder irgendwie so. Ich sag mal bis später und wir fahren jetzt noch ein paar Kilometer Autobahn. Leute, wir haben gerade mal so gefachsimpelt darüber, was uns denn alles nächstes Jahr auf dem Werner-Rennen erwartet. Und da haben wir mal gerade so über die Preise gesprochen und eigentlich ist das gar nicht teuer. Wir haben mal runtergerechnet, das sind irgendwie 150 Euro für 4 Tage oder 125. 150 Euro für 4 Tage campen. Wenn man jetzt noch bestellt, sind da sogar schon ist der Campingplatz mit drin. Und man muss ja auch sehen, was denn da alles geboten wird. Es wird auf jeden Fall eine Drecksler-Show geben, hatte ich gelesen. Dann wird, ja, dann ist hier Show fahren, da könnt ihr selber eure selbstgebauten Motorräder, Autos hinbringen, könnt da total abmalen auf der Idiotenwiese. Was kann man da noch machen? Die Bands, Torfrock spielt einen Abend, dann wird Rammstein Coverband. Alle möglichen und ja, das ist ein Dings für die ganze Familie. Dings. Eine Veranstaltung, ja. Und ich hoffe mal auch, was denkst du, wer wird gewinnen? Werner oder Holgi? Werner. Enno, was sagst du, Werner oder Holgi? Ach, Problem, meine Freimäßigkeit mitgekriegt hat, ne? Würde ich auch sagen, oder? Außer er baut sich kurz vor Ende der Abend. Ja. Ja, also ich denke mal auch, es gab ja damals beim ersten Rennen einige Probleme. Das war ja einmal das Getriebe, was so hakelig geschaltet hat,
wo Mechaniker Ölfuß noch gesagt hat, er hat noch nie ein Getriebe gehabt, was sich so schlecht schalten lässt. Und ja, das war das Erste. Dann beim Start hat der Rennleiter hat zu Brösel gesagt, kurz vorm Start, also minimal kurz vorm Start, hat er zu Brösel gesagt, so und jetzt tritt drauf. Und was macht Brösel? Nimmt seinen Fuß und tritt den Ganghebel nach unten und damit hat er den zweiten Gang eingelegt. Denn das ist ja ein Harley-Getriebe aus dem Drecksler-Sport und bei Sportgetrieben oder bei Renngetrieben ist es ja so, dass die Schaltung ja genau andersrum. Beim Motorrad drückst du ja eigentlich nach unten, hast den ersten Gang und ziehst dann die anderen Gänge nach oben. Beim Sportgetriebe ist es aber genau umgedreht. Da schaltest du den ersten nach oben und alle weiteren nach unten. Das hat damit zu tun, dass einfach, dass du dadurch eigentlich viel schneller schalten kannst, weil das Bein hochziehen ist bei Geschwindigkeiten jenseits der 200 natürlich viel, viel anstrengender, als einfach den Fuß drauf zu halten und kurze Schaltintervalle nach unten zu tippen. Und ja, das war das zweite Problem. Und natürlich hier, ne, der Alkohol hat auch mitgespielt, war ja ein Riesenfestival, hat ja keiner mit gerechnet. 88, wenn Brösel aufruft, in Hartenholm auf dem Flugplatz ein Rennen zu fahren, da haben die mit 1000 oder 5000 Leute gerechnet und im Endeffekt waren 250.000 Leute da. Die haben den ganzen Ort an Schutt und Asche gelegt. Ist jetzt aber alles vergessen. Die Bewohner von Hartenholm freuen sich nächstes Jahr auf das Rennen. Die wollen das machen und ja. Was gibt es noch so zu sagen? Also ich hoffe mal auch, dass Werner das Rennen gewinnt. Und ich bin mal gespannt, was sie noch so am Red Porsche Killer verbessert haben. Holgi hat ja schon angedeutet, er lässt sich einen Sportmotor einbauen mit 6 Auspuffrohren. Und im Trailer, den verlinke ich euch auch mal unten hier in der Videobeschreibung, der Trailer zum Rennen, da sieht man ja oben, lässt es ja anmuten, dass sie irgendwas mit Lachgas herumexperimentiert haben. Und ja, da sind wir mal gespannt. Vielleicht kriege ich heute noch ein paar Infos für euch. Und ja, wir haben jetzt noch 150 Kilometer. Es ist jetzt 9:30. Das Navi sagt, wir sind um kurz vor 11 da. Wir werden jetzt noch irgendwo unterwegs noch anhalten, noch Frühstück machen, denn ich habe ja hier, könnt ihr mal sehen, ein bisschen was vorbereitet. Denn mit hungrigen Magen lässt es sich nicht aushalten mit mir. Und ja, also wir hoffen, das Auto hofft, Reisegruppe hässlich. Reisegruppe hässlich hofft, dass Werner das Rennen gewinnen wird. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wer das Rennen 2018 gewinnt. Können wir mal ein bisschen drüber fachsimpeln. Ja genau, also das habe ich noch vergessen. Das größte Problem bei dem Red Porsche Killer ist ja eigentlich, dass der Red Porsche Killer, da sind ja 4 Horex-Motoren drin. Die haben Ölfuß aufgebohrt. Das sind so eine Horex Regina, hatte ja damals irgendwie 400 Kubik, 20 PS. Ölfuß hat eigene Zylinder entwickelt, eigene Zylinder gebaut. Jetzt hat jeder einzelne Zylinder 550 Kubik und um die 40 PS. So, und dieses Gespann haben sie in einen Rahmen gebaut und haben alle 4 Motoren glattweg hintereinander miteinander verschraubt. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, jeder Motor arbeitet ja an sich für sich autark. Die haben eine große, oder sie wollen sich quasi allesamt die Zündfolgen untereinander vertauschen und wollen sich zu einem großen Motor vereinigen. Und da hast du zum Beispiel das Problem beim Gasgeben, die Motoren sind ja untereinander mit Riemen verbunden, mit Zahnriemen. Und da setzt der Riemen einfach mal über und somit stimmt die ganze Synchronisation der 4 Motoren einfach nicht mehr. Und wie gesagt, die Motoren wollen sich zu einem großen Motor vereinigen und wollen den Menschen auffressen, der da oben drauf sitzt. Und das ist auch so ein Problem, man muss halt sanft Gas geben und das ist auch so ein Punkt, was Brösel hinkriegen muss beim Rennen, um zu gewinnen. Glas. So, wir machen jetzt erstmal eine kleine Päuschen. Ach so, halt, siehst du, ich habe vorhin drüber gesprochen, dass ich mit meinem Mikrofon hier aussteige. Der Ton bestimmt total grottig für euch. Meckern ihr. Amen. Es geht nicht anders. Das Auto sieht aus. Oh ja. Schöne Salzkruste.
So. Ja, alle Nasen lang. So, dann wollen wir mal was essen. Nein. Schraub mal das auf, wenn du. Ja, warte. Schokomilch muss geschüttelt werden. Ja, Leute, es ist jetzt genau 9:30 Uhr. Kaffee, Tee. Tee ist das. Kaffee, Tee, ja. Beides. Englisch. Ah ne, die trinken ja Tee mit Milch, ne? Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da hinten. Da kommen wirklich irgendwelche Penner hier auf so einen Parkplatz und besprühen hier irgendwelche Trafohäuser. Das ist für mich ein Rätsel. Und dann auch noch so pottenhässlich, da kannst du keinen anbieten. Wenn sie das wenigstens schick machen würden. Alter, das ist so schuppig hier, muss ich mir glatt eine Mütze aufsetzen. Eben gerade hat mir einer geschrieben bei Instagram. So früh wie wir da sind, wird da vielleicht keiner sein. Das ist total cool. Cool ist da. Hier von der Army oder der Typ? Hast gelesen wieder, ne? Ja, ihr liest alles. Muss ich mich noch dran gewöhnen, dass ich jetzt ja in Person des öffentlichen Lebens bin. Das haben sie ja von BlaBlaCar. Das war ganz Teppich gestreut. Salz ist das weiße Gift. Salz ist schlimmer als Zucker. So Leute, wir packen jetzt zusammen. Und dann fahren wir weiter Richtung Kiel. Und ja, ich denke mal, ich werde mich dann wieder melden, wenn wir in Kiel sind. Und wenn wir einen Parkplatz da gefunden haben und dann auf dem Weg sind zum Pop-Up-Store. Oh, renn rein! Oh, der ist schuppig. Oh, Mütze runter. An den Calabrese auf hier. So, mal gucken. Und schon meckert keiner mehr außer Englisch. Nee. Außer schön warm hier. Vor dem Spurten vergesst nie das Gurten. So, wir sind jetzt hier in der Großstadt, ne? Die Kinder vom Dorf. Ach nee, was ist hier los? So ein Verkehr ist das. Ich glaube nicht. Da haben wir schon den Robert getroffen, den Robert Geis eben gerade. Und die Carmen standen so auf dem Parkplatz und da haben wir nur gehört, Robert! Ja, was ist? Carmen. Frau. Nee, ja, so, wir sind jetzt hier in Kiel. Wir haben jetzt noch genau 2 Kilometer zu fahren. Es ist jetzt 11.12 Uhr. 11.12 Uhr, das ist auch eine coole Zeit. Auch Sie haben aber 2 schöne Maps. Danke, was sagen Sie zu meinen Hunden? Ja, das ist eine... Gleich ist ja, das, gleich, ja. Die Ampel ist gendergerecht. Ich muss irgendwie strunzen. Ego, ich hätte vorher nicht gehen sollen. Hä? Gehst du einmal? Gehst du immer? Die ganzen Motorräder da, aber nicht, dass die so laut sind. Das kann ich nicht haben. Da tun mir die Ohren weh. Das hier ist ein großes Fahrradparkhaus oder was? Ja, das ist das Parkhaus, Radstation, ja. Doch, in China gibt es das auch. Echt? Ja, weil die so viele Leute haben. In Japan leben 95 Menschen auf 1 Quadratfußbodenmeter. Quadratfußbodenmeter. Heidewitzka, Freunde.
Ich das wieder höre. Die Chinetzen. Ein nettes Völkchen, aber die essen Katzen. Nee, das machen wir lieber nicht, sonst krieg ich wieder Ärger. So, Reisegruppe Hässlich ist komplett. Wir sind jetzt angekommen in Kiel und wir wollen jetzt mal versuchen, irgendwie den Pop-Up-Store ausfindig zu machen. Wir müssen so aufpassen, dass die uns hier nicht totfahren. Oh, ein Aufzug. Ausgang, Aufzug. Ja, da gehen wir hin. Alles, alle Knöpfe. Drück alle. Das funktioniert immer. Das funktioniert. Da musst du eine Tastenkombination eingeben. Alter, das ist nur für mich. Wo wollen wir denn hin? Iggy? Ich denke, ich bin nicht allein hier. So, du willst kritisch hier. Da leuchtet nicht mal was. Wieso nicht E? Alter, hier gibt da sogar noch einen Notbremsenschalter. Ich glaube, warum drückst du jetzt auf E? Oh. Hallo? 1B. Nee, wollen wir nicht. E wollen wir. Hier, wie ist das? Alter, guck mal, hier oben noch. Total geil. Mit Anzeige. Das Flockenfeld eigentlich noch, ne? Alter. Aber besser als mit dem Zeiger. So, raus. Alle raus. Weißt du nur, wo es lang geht? So, wir suchen jetzt erstmal hier den alten Markt und dann mache ich die Kamera nochmal an, falls wir bis dahin nicht hier überfallen worden sind oder so. Die sehen auch gleich, dass wir nicht von hier kommen. Da! Jungs aus dem Dorf! Die Weiber, weißt du? Frisch Fleisch! Rauf! Einfach zu sagen. Ja, so, wir haben uns natürlich das erste Mal verlaufen, wenn die Kinder... Wenn die Kinder aus dem Dorf in der Großstadt sind, dann sieht das nun mal so aus. Das erste Mitglied der Reisegruppe Hässlich ist schon verschollen. Und auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie ein Navigationsgerät funktioniert. So ist das, wenn man ohne Erzieher losgeht. Ja. Und wir sind jetzt erstmal komplett in die ganz falsche Richtung gelaufen. Und deswegen müssen wir jetzt einmal zurück. Und ja, und ich hoffe mal, dann kommen wir irgendwann mal an den Werner Pop-Up Store an. So machen wir das. So Leute, wir haben es geschafft, wir sind da. Man sieht, Hurra. Das sieht gar nicht aus wie im alten Markt, sieht eher aus wie ein neuer Markt. Ich brauche noch ein Thumbnail. Jetzt, so Leute, jetzt geht's los. So, jetzt müssen wir wieder raus. Machen wir bitte raus hier. Ja. So, dann könnt ihr das auch besser sehen. Also hier ist natürlich sehr fachmännisch ein Teekessel als Tank geschweißt worden und ein Designersitz. Ergonomisch 125, nee, ach, das ist Honda Rebell Motor hier. Enno. Was? Ja, das ist ein Honda Rebell Motor. Der 250er. Hm? Der 250er. Bestimmt, oder 125 oder so? Nee, den habe ich ja noch nie. Nee, das kann keiner sein, den hat er noch liegen. Ja, und hier siehst du auch schon die Anfänge, woher denn der Red Porsche Killer kam. Man könnte doch mal versuchen, zwei Motoren zu synchronisieren. Lauf gut. Sind jetzt sogar 229er Del Auto Vergase. Kannst vorne die Klöten drauflegen und dann schüsselt das Ding ab. So, was haben wir denn hier? Wie soll der Jogi? Das muss ja irgendwie so ein Kindermobil gewesen sein oder für einen Zeltplatz oder so vielleicht. Auf jeden Fall kann man das auseinanderklappen. Ja, guck mal, Enno, so sahen meine ersten Schweißnähte auch aus. Hauptsache hell. Hauptsache nachher glatt abgeschliffen. Na, ich mache nachher nochmal, also ich mache nachher für euch nochmal richtige Aufnahmen mit der DSLR. Weil das hier kann man, glaube ich, gar nicht mit der Kamera alles so einfangen. Das ist für mich auch Kunst. Das hat nichts mehr mit Basteln und Motorrad zu tun, sondern das ist wirklich 1:1 Kunst. Aber wenn er dann auch noch ruhig fährt, ne? Dann ist das wirklich. Du, ich glaube, die Laufruhe von so einem Vierzylinder. Ja, aber ich meine so generell ohne Klappern, ohne Scheppern. Und ich möchte sogar meinen,
Einspritze? Quatsch. Ja, Leute, was soll ich euch dazu sagen? Das ist auf jeden Fall absolut krass, was die, was der Andi Feldmann hier zusammengebaut hat. Und auch viele Sachen, die man noch so gar nicht kannte. Also der Notkessel war mir bekannt, die Waldfee war mir bekannt, Kreidler Florett war mir bekannt, aber der Vampir war mir absolut nicht bekannt. Zwei alte BSA-Motoren. Daher wird auch die Idee kommen mit dem Red Porsche Killer. Und das sieht ja auch wirklich alles so aus, als wenn die Dinger fahren. Also es ist nichts, was du ja oft hast so bei Showbikes, dass wenn die ausgestellt werden, dass Zündspulen fehlen, restliche Kabel irgendwo fehlen oder mal keine Kette drauf ist. Das ist hier alles nicht. Also es sieht alles so aus, dass wenn man mit einer halben Stunde Arbeit das Ding zum Leben erwecken kann. Wie lange man denn damit fährt, weiß man nicht. Aber wie gesagt, sowas ist ja hier, ich sag mal in Anführungsstrichen bestimmt nicht, aber in Anführungsstrichen schnell gemacht. Genau. So soll es ja auch aussehen. Ich habe eine Gabel gefunden, ich habe einen Lenker gefunden. Genau, irgendwo Rad von der 150er. So. Ne? Was weiß ich hier, das Getriebe oder der Seitenkasten, das sind zum Beispiel, wenn man das hier sieht, das sind zwei alte Harley-Seitenkästen, würde ich fast vermuten. Harley-Tank, Öltank. Rad würde ich auch schätzen auf Harley. Alles luftgekühlt. Und der Sitz ist ja wohl, also wenn ich euch das mal zeigen kann hier, der Sitz ist ja wohl der absolute Oberhammer. Aber ein Leder. Ja. Echtes Leder. Und auch hier, denke ich mal, ist es der Traum eines jeden Jugendlichen, so eine Rennkreidler zu fahren oder zu besitzen. Oder beziehungsweise sogar noch der Wunsch von einigen Herren heutzutage, die früher als Jugendliche sowas gefahren haben und die sich sowas heute entweder sogar ins Wohnzimmer stellen würden oder für Show und für Rennzwecke oder für Spaßzwecke sich aufbauen oder sogar kaufen würden. Und auch der Sitz hier, das müsst ihr euch mal angucken, der Sitz ist nicht mal so lang wie mein Zeigefinger oder so breit wie mein Zeigefinger. Und lang ist der vielleicht gute 20 cm. Also das Ding ist absolut auf Rennen gebaut. Und ich würde sogar sagen, dass der Zylinder nicht mal original ist. Das sieht aus, dafür ist der zu groß. Also ich kenne mich da nicht so aus. Kreidler ist ja nicht unsere Marke. Aber das würde ich fast vermuten. Was ist das für ein Baujahr? Baujahr 60 ist das. Also das ist schon echt krass. So, auch wenn man hier mal guckt. Schutzblech, alles aus Aluminium gebaut. Hier rennmäßig natürlich überall Löcher reingebohrt, genauso wie in der Fußrastanlage. Das dient natürlich der Gewichtsreduzierung. Und es sieht doch wirklich alles so vernünftig aus, als wenn man damit losfahren kann. Und es ist also nicht nur Show, sondern auch echt. Es ist wirklich echt. Weil man hat es ja oft zum Beispiel in einigen Motorradausstellungen, dass die Dinger wirklich hingestellt sind. Da sind keine Ketten drauf, da sind keine Bautenzüge dran, keine Kabel. Das ist hier alles nicht so. Also es ist wirklich, ich möchte vielleicht nicht sagen fahrbereit, aber doch. Man kann es, ja, ich denke mal, man kann diese Sachen hier alle mit wenigen Handgriffen zum Fahren bringen. Und das macht das Ganze eigentlich noch echter und noch wirklicher als einfach nur irgendwelche Kunstobjekte. Oder irgendwelche 100.000 Euro Custom Bikes, die doch im Endeffekt dann gar nicht fahren. Und ja. Wer wird 2018 gewinnen? Werner oder Holgi? Werner. Welcher Werner-Teil war für Sie der beste? Ich fand die Bücher eigentlich immer besser als die Filme. Wenn man die Bücher kennt, dann ist man von den Filmen eigentlich immer so ein bisschen enttäuscht. Aber der erste wäre dann von allen Filmen schon der am nahe kommt. Der am, ja. Genau. Wo auch am meisten, finde ich, immer auch selber hängen geblieben ist, bei den Leuten. Ja. Die diese ganzen Sprüche, Bierdosenhalter eintragen lassen. Ja, das sind natürlich, als der Film rauskam, für uns Kieler eigentlich alte Kamellen. Mhm. Das bestätigte, was man schon im Buch kannte. Das war also schon lange bevor der Film rauskam, waren das schon Gespräche, die man so drauf hatte. Und also wurde nur einer breiteren Masse praktisch zur Verfügung gestellt, sozusagen. Das war so. In die Umländer verteilt. Ja, genau. Also Film guckt man ja eher mal als ein solches blödes Comicbuch. Wissen Sie, wie viel PS ungefähr der Red Porsche Killer hat? Nein. Schätzungsweise? Ja. Weiß ich nicht. Welche Motoren sind denn da verbaut? Horex. Genau. Horex, okay. Horex Regina 400. Ja, okay. Genau. Und sein Kumpel, sein Mechaniker Ölfuß, hat ja jeden einzelnen Zylinder so weit überarbeitet,
dass der auf 550 Kubik gekommen ist und jeder Motor hat heutzutage jetzt um die 40 PS. Mhm. Und 40 mal 4, da kommt eine Masse zusammen. Das Drehmoment ist, glaube ich, wichtiger als die PS. Genau, und das ist auch wieder das Problem, das Drehmoment, weil die vier Motoren sich ja ständig versuchen, zu einem großen Motor zu vereinigen, ja, sich gegenseitig die Zündfolge vertauschen. Ach, das kennen die Werkstatt doch. Also ja. Die haben schon andere Sachen gebaut. Na gut, dann brauche ich ja die nächste Frage gar nicht stellen. Wo findet das Rennen statt? Ja, hallo. Okay. Wie letztes Mal. Und welches Gefährt von den hier Stehenden spricht Sie am meisten an? Und warum? Tatsächlich wieder kleine, weil das so nachvollziehbar ist und das, was so typisch Werner ist, eine Schaufel als Sattel und kocht einen Kessel als Tank, ist super. Finde ich super. Das finde ich auch die geilsten Sachen bei ihm. Es ist auch immer so immer wieder verwunderlich, wenn die Männer kommen, immer wieder auf die kleinen Motorräder. Es ist, die Waldfee wird zum Beispiel angeguckt, aber die Faszination liegt immer bei den Mini-Motorrädern, sage ich mal. Ja, ich glaube, das ist eher so nachvollziehbar. Das ist ja schon ein Monster da. Ne? Kunst. Das ist schon vom Motor her und ja Kunst, genau. Das ist mal so zusammengebattelt. Okay, super. Vielen Dank. Ich danke. Ja, danke. So Leute, also ich habe jetzt ein paar Interviews hier gemacht. Ist auf jeden Fall ein cooler Laden. Also wer es noch schafft, bis zum 30.12. bis zum 30.12. hierher zu kommen, den kann ich das jedem empfehlen. Also versucht es und ich weiß auch gar nicht, wann ich das Video fertig mache, fällt mir gerade ein. Also vielleicht schaffe ich das. Vielleicht schaffe ich das vorher gar nicht mehr. Aber wenn du es letztes Jahr geschafft hättest. Ah ja, also wie gesagt, Pech für euch. Wenn ihr es geschafft hättet, hierher zu kommen, wäre es auf jeden Fall cool gewesen für euch. Nur habt ihr Pech gehabt. Deswegen war ich für euch stellvertretend hier und habe mal ein paar Sachen getestet. Also heute Nachmittag ist ja wie gesagt hier noch Kicker-Turnier. Wir sind Carrera-Bahn gefahren. Wir haben ein paar Fanartikel von Werner gekauft. Wir haben ein paar schöne Interviews gemacht und natürlich auch uns die Unikate von Andy Feldmann angeguckt und bestaunt. Und ja, ist schon eine coole Sache. Wie gesagt, bis zum 30.12. ist das Ganze noch hier. Und für diejenigen, die es nicht mehr schaffen, dann sehen wir uns am 30. August in Hartenholm. Und ja, wir werden jetzt hier noch so ein bisschen abquanzen, noch einen Birkstoff trinken, eine Wurst essen. Und das Resümee von dem ganzen Tag, das seht ihr dann heute Abend, wenn wir heute Nachmittag auf dem Weg auf der Autobahn wieder zurück sind. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hallo. Einmal zwei Crepe. Aber hier steht gar kein Preis. Doch da. Alles gut. Boah, eine Tasche sogar. Danke. Guck mal, hier wird ein gehalten. Was sind genormte Flügel von deinen Anding? Laut ABE. Das ist aber nicht original. Enger, guck mal hier. So Leute, wir gehen jetzt Richtung Auto, haben uns gerade noch schön eine Grillwurst gegönnt und essen jetzt gerade einen lecker Crepe. Und ja, auf dem Rückweg werde ich euch noch mal ein bisschen was über den Werner Store erzählen, wenn wir noch mal ein bisschen kleines Mach den gut Urlaub. Ja. Wie viel Glücksrad gucken? Ja, ihr seht, wir sind total Werner infiziert. Von mir aus könnte das jetzt auch schon Ende August sein und nächstes Wochenende ist Hartenholm. Da hätte ich absolut kein Problem mit. Und ja, das ist auch, muss ich sagen, der einzige Nachteil am Winter, dass man da einfach nicht Motorrad fahren kann. Gerade wenn man das so sieht oder so. Aber man soll ja im Winter auch Motorrad basteln und bauen und nicht fahren. Und deswegen ist es eigentlich doch wieder ganz gut. Ja, das hört sich wirklich. Mach den Gedudel laut! Wie will Glücksrad gucken? Scheiße. Das ist wieder der größte Fahrstuhl, den ich je gesehen habe. Und. Ey!
Wir fahren überall hin. Alter, das ist wirklich, das ist wirklich. Das, sonst steht auch hier mehr so Baujahre dran. Was soll denn hier 6 Personen? Alter, von 72 ist der. Guck hier, Leute, bing, da. Bing, bing, bing. Ja. Wohin möchten Sie jetzt in die Chefetage? Jetzt überleg mal ein Pärchen mit dem Kinderwagen. Geil. Wohin? Nach Hochkant. Jetzt sind wir 2B. Auch keine Toilette. Ob hier wirklich richtig steht? Seht ihr, wenn das Licht angeht. Kuckuck. Nee, weiß ich nicht. Nee, wir sind bis in eine 4 gefahren, Leute. Alter, 6 Personen. Hier drinnen. Guck dir das mal an, 6 Personen. Ich meine, 6 von ihm? Weil er nichts hört. Kommst du hin? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Komm, wir gehen hier raus. Nee. So, wir haben jetzt eine Chance. Einer geht runter und einer geht einen hoch. Meinst du, wir sind noch höher? Eine Runde, eine Runde. Nummer, Nummer. Komm, die Nummer. Schon mal, wer baut denn sowas? Da steht ja der italienische Sportkombi. Imitat. Dann muss ich erstmal hier meine Sachen aus der Hose nehmen, sonst platzt mir die Knochen auf. Oh. Die Route ist berechnet. Da war meine Mutter auch vorgestern so genial, ne? Ich hab die Kamera an. Ich sag, ich hab die Kamera an. Das ist ja nicht schlimm. Aber so diese Fahren und einfach mal losfahren und wegfahren, ne? Das ist für dich immer wieder ein Weltabenteuer. Ja, das ist auch so. Für alle, die so ein bisschen... Fahrt ein bisschen nach Kiel? Und dann bleibt die da, oder was? Nee, nee, wir fahren nach... Wir gucken uns das an, ist eine Großlache und dann... Na, kannst du fahren, wie du willst, Markus. Da, wo Ausfahrt steht. Da, wo Ausfahrt steht. Wie, was? Das sind doch 300 Kilometer, oder was? Knapp. Ja, aber dann, wann wollt ihr denn los? Morgen sind 3. Ich sag, warum? Du, das ist voll die. Früher sind die noch mit der Kutsche gefahren. Sind die mit dem Trabanten bis nach Straße 4 Stunden gefahren? Ja. Denn in, und in Höhe, so. Ja, in Höhe Brandshagen haben sie noch Unterbrecher gewechselt. Oh. Aua, aua. Da verteilt sich meine Bremse. Ja, Leute, da müsst ihr euch mal vorstellen. Da werde ich wirklich gefragt, ohne Quatsch, von Mädels, nur weil du durch die Innenstadt läufst mit einer Vlogging-Kamera, wirst du gefragt von den Mädels, ob du berühmt bist. Du bist nicht berühmt oder so? Die fragen mich wirklich direkt, ob ich einen YouTube-Kanal habe und fragen mich, ja, ob ich berühmt bin. Also das ist echt für so ein Dorfkind wie mich total faszinierend. So, wir versuchen jetzt hier erstmal aus der großen Stadt rauszukommen. Da ist ein großes Schiff, ein Boot, ein Bötchen. Sieht man das überhaupt? Ja, denke ich mal schon. Komm, wir schnacken das aus. Schnick, schnack, schnuck. Wer bist du denn? Ich bin Röhrig. Oh, das ist unfair. Ich bin Tyrannosaurus Rex. Kusch, kusch. Du bist längst ausgestorben. Da ist ja gar kein Sprit drin. Ja, für eine Kettensäge. Links abbiegen. In 200 Metern rechts auf die Hafenstraße abbiegen. Aha, hier rauf. 50 Metern rechts auf den Stresemannplatz abbiegen. Wo denn nun? Jetzt rechts abbiegen. So, Leute, ich melde mich, wenn wir wieder auf der Autobahn sind. Diese Lache. So ein. Ich mach das so lange, bis das dunkel wird. Dann muss ich hier Licht anmachen. Ja, das toll, das. Tolles Licht. Ist das Mikrofon überhaupt an? Das werde ich jetzt näher sagen. So, Leute, ein kleines Resümee zum Werner Pop-Up Store in Kiel. Und zwar sind wir jetzt auf dem Heimweg. Unsere Erwartungen wurden vollends entfüllt. Entfüllt. So, Leute, ein kleines Resümee zum Werner. Was unser Gino euch erzählen will. Das, was wir heute erlebt haben, war richtig geil. Wenn die Geschichten nur halb so wahr sind, wie sie heute erzählt worden sind, kann das eigentlich 2018 nur genial werden. Also, wenn ihr so wollt, an sich kannst du passen. Also, bis zum nächsten Mal bei Repairen mehr, euer Tino. Danke, Enno. Das war ein schönes Abschlusswort. Ich bedanke mich auch noch bei Basti. Und jetzt kommen natürlich wie immer die Outtakes. Viel Spaß.